Unter Geldwäscherei versteht man die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Die Erfindung des Geldwaschens wird dem berühmten US-amerikanischen Mafioso Al Capone zugeschrieben. Er wollte das Geld, welches er mit Alkoholschmuggel, Drogenhandel und anderen illegalen Aktivitäten verdient hat, wieder in den geregelten Wirtschaftskreislauf einführen. Um dies zu erreichen, kaufte er sich eine größere Anzahl an Waschsalons. Daher stammt der Ausdruck Geldwaschen. Ähnlich alt wie die Geldwäsche ist auch die Bekämpfung der Geldwäscherei. Regeln zur Geldwäschereibekämpfung gelten vor allem für die Zwischenmänner, also zum Beispiel Banken. Sie können Geldwäscherei am leichtesten erkennen und bekämpfen. Ein häufiger Ansatz bei der Geldwäschereibekämpfung ist beispielsweise zu verhindern, dass Zahlungen anonym erfolgen. Daher sind Banken, Versicherer und Firmen verpflichtet, ihre Geschäftspartner zu identifizieren. Verdächtige Transaktionen müssen sie den zuständigen Behörden melden. Die Vorschriften sind auch für sogenannte Finanzagenten, auch Money Mules genannt, wichtig. Money Mules sind Personen, die ihr Privatkonto für Geldwäscherei zur Verfügung stellen. Sie werden dafür bezahlt, dass sie ihnen überwiesene Gelder an Täter im Ausland oder an andere Finanzagenten weiterleiten. Money Mules sind oftmals gutgläubige Personen, die von Kriminellen für ihre Zwecke missbraucht werden. Finanzagenten drohen dabei Strafen wegen Geldwäscherei. Besonders verdächtig sind Anzeigen in Zeitungen oder im Internet, in denen nach Geschäftspartnern gesucht wird. Diese sollen oftmals gegen eine Provision ihre Konto- und Kontaktdaten zur Verfügung stellen und Gelder transferieren. Geldwäscherei lässt sich grob in drei Phasen einteilen: Platzierung, Placement, Herkunftsverschleierung, Layering und Überführung, Integration. Bei der Platzierung werden rechtswidrig erworbene Vermögenswerte über Banken und andere Institutionen in den Finanz- oder Wirtschaftskreislauf eingeschleust. Dabei wird zwischen der unmittelbaren und der mittelbaren Einbringung unterschieden. Bei der unmittelbaren Einbringung werden diese Vermögenswerte direkt in sauberes Geld umgewandelt. Beispielsweise werden 1000 schmutzige Euro gegen eine entsprechende Menge frischer Schweizer Franken gewechselt. Bei der mittelbaren Einbringung wird nicht der direkte Weg bei einer Bank gesucht, da es für die Geldwäschereibetreiber gefährlich ist, ertappt zu werden. Stattdessen werden Mittelsmänner, beispielsweise Money Mules, beauftragt, ihnen zu helfen, das Geld zu reinigen. Bei der Herkunftsverschleierung, Layering, werden verschiedene Handlungen, beispielsweise Käufe und Verkäufe von Waren, hintereinander geschaltet, damit die Herkunft der Vermögenswerte nicht nachvollziehbar ist. Darauf folgt die Überführung, Integration, also die Über- bzw. Rückführung der auf diese Weise legal erscheinenden Vermögenswerte in den legalen Finanz- oder Wirtschaftskreislauf. Die Financial Action Task Force on Money Laundering setzt internationale Standards zur Bekämpfung von Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung von Massenvernichtungswaffen. Sie überprüft die Einhaltung dieser Standards durch die Mitgliedstaaten. Mehr als 200 Mitglieder haben sich zur Einhaltung der FATF-Standards verpflichtet. Die Standards der FATF sind keine Gesetze, aber mehr als 170 Länder haben sie für sich als verbindlich anerkannt. Die FATF überprüft regelmäßig, ob sich die Mitgliedstaaten an diese Standards halten. Wird während der Länderprüfung festgestellt, dass Staaten sich nicht an die Standards halten, wird dies von der FATF veröffentlicht und zu Gegenmaßnahmen wie einer besonderen Sorgfalt gegenüber Finanzgeschäften mit dem Land aufgerufen. Zudem veröffentlicht die FATF eine Liste der sogenannten Non-Cooperative Countries and Territories. Länder auf dieser Liste erfüllen den vom FATF festgesetzten Mindeststandard noch nicht. Insbesondere Banken müssen Transaktionen mit diesen Ländern besonders überwachen, was zu schwerwiegenden wirtschaftlichen Konsequenzen für Privatpersonen in diesen Ländern führen kann. In der Schweiz existiert das Geldwäschereigesetz, kurz GWG. Darin sind folgende rechtliche Rahmenbedingungen festgelegt. Ein Gesetz und eine Verordnung des Bundesrats und FINMA, das ist die Finanzmarktaufsicht, regeln die finanzmarktrechtlichen Grundlagen in der Schweiz für die Geldwäschereibekämpfung. Das Geldwäschereigesetz gilt für Finanzintermediäre, also zum Beispiel Banken. Es regelt die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung und stellt sicher, dass Finanzgeschäfte sauber sind. Das Geldwäschereigesetz stellt die Grundlage für eine Selbstregulierung. Entsprechend regulieren private Organisationen, sogenannte Selbstregulierungsorganisationen, kurz SROs, die Umsetzung in der jeweiligen Branche.
Diese SROs passt die Anforderungen aus dem Gesetz an die spezifischen Gegebenheiten der jeweiligen Branche an. Die Geldwäschereiverordnung des Bundesrats regelt die Anforderungen an die berufsmäßige Ausübung von Finanzintermediären sowie die Sorgfalts- und Meldepflichten, die erfüllt werden müssen. Die Geldwäschereiverordnung der FINMA legt fest, wie die Finanzintermediäre die Pflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung umsetzen müssen. Das Money Laundering Report Office Switzerland ist die zentrale Meldestelle für Geldwäscherei. Es existiert seit 2004 und bearbeitet Verdachtsmeldungen. Die MROS verbindet Finanzintermediäre und Strafverfolgungsbehörden. Die MROS wird durch das Bundesamt für Polizei, BAP, geführt.